Folge der Simulationskarriere mit Real Madrid. Und die, die das letzte Video, die FIFA-Karriere mit Stuttgart gesehen haben, wissen ja, dass ich Stuttgart-Karriere und die Karriere mache und die Simulationskarriere ist. Und ich werde das jeden Tag abwechseln. Das heißt, heute kommt der Karriere, morgen kommt dann wieder die Stuttgart-Karriere. Und das wird halt immer so abwechseln. Könnte man hier trainieren. Mariano. Dias. Und ihr könnt mir auch gerne Transfers für die Stuttgart-Karriere und für die Real Madrid-Karriere in die Kommentare schreiben. Wäre nice. Und ja. In dieser Karriere wird nur simuliert, weil zwei Spielkarrieren waren. So, ja, auch Mann, aber. Ja, Talente sind schon in der Mannschaft, wie man merkt. Verteidiger. Ach, trainiere ich mal Varan. Besten bräuchten wir halt so einen richtigen Schimmer, so ein Griezmann oder so ein Lacazette. Einen von den beiden wäre nice. Mal Lacazette. Lacazette. Schön. Ja, gut, der ist sogar. Ja, am besten gegen Benzema tauschen, weil ja, ich bin einfach nicht, ich kann irgendwie nicht so gut mit Benzema spielen. Benzema ist auch echt nicht so mein Typ, als so Real, die Benzema feiern. Feier nicht, kann auch nicht gut mit ihm spielen. Ja, deswegen versuche ich einfach mal den mit Lacazette zu tauschen. Vielleicht nehme ich das hier an. Wäre nice und wir simulieren direkt mal. Das inakzeptabel. Wollen noch 11 Millionen. Fange ich mal 5 an. Lacazette. Ja, der ist dann schon ein nicer Typ. Und Ødegaard. Immer spielen. Und dass so ein Team bei uns dabei ist. Eigentlich easy, Manu, mach noch Ramos. Wer sonst? Ramos muss immer treffen. Stimmt mal wieder durch den Kopfball. Aber diesmal in der 69. In der 90. Minute auch mal was Neues. Alter, Ødegaard hat eine 36 Ausdauer, nicht so fresh. Marcelo. Eigentlich, ja, sie sind viele gute Leute in dem Team und kann man nicht so wirklich viel verkaufen. Jawohl. Da steht 110. Fordert er. Stammstürmer, Lacazette. Ja gut, Benzema. War sogar. Damit hätte Lyon sogar noch einen kleinen Gewinn gemacht. Das ist auch, glaube ich, nicht so schlimm. Ich kann ja mal Casemiro. Varane. Morata. Gegen Liverpool. Kleine Umstellung in den Simulationen. Die haben Niederlage gegen die Bayern. Und wir gewinnen. Damit sind wir weiter, würde ich mal sagen. Eigentlich müssten wir weiter sein. Ich habe Lacazette. Neuzugang. Erster Neuzugang. Wir haben nicht viel bezahlt. Wir haben nur ein Spiel abgegeben, mit dem ich sowieso nicht spielen kann. Lacazette. So sogar spielen mit den zwei, weil ich die irgendwie nice finde. Okay, Varane raus. Mal Pepe reinstellen. Wie bauen wir hier die Bank auf? Vielleicht am besten wäre es halt wirklich, wenn wir nur so ein paar Leute auf die Leihliste setzen. Das würde ich mal tun. Aber in der Karriere machen wir es so, dass El Clasico werde ich spielen und halt die Champions League. Sonst spiele ich ein bisschen wenig. Brauche ich nicht. Ich überlege gerade, wo könnten am besten noch mal so ein Außenverteidiger ins geworden. Ja, wir gehen als Erste durch die Gruppenphase. Noch besser. Das gefällt mir. Gern weiter so. Hakimi schön in einzelnen Sachen sich verbessern. Hakimi haben wir auch in unserer Ajax-Stream-Karriere geholt. Und ja, noch mal ein Rechtsverteidiger. Ja, gut. Rechtsverteidiger, einen guten Rechtsverteidiger. Defensive, rechts.
können ja mal, wir suchen erstmal in Deutschland und dann in der Bundesliga, dann in Spanien. Ebre Selassie. Chat, weil der entwickelt sich eigentlich gut. Den könnte man sich holen auf jeden Fall. Chat, weil ist das immer Sache, die man sich überlegen kann. Okay. Ah, schnell. Nochmal nach Spanien. Oder in die La Liga. Oder wir gehen einfach auf. Hector Bellerin. Auch nochmal ein guter Mann für ihn. Rechts. Fangen wir mal mit 10 Millionen an. Wenn du den trainierst, kann aus dem Typ auch was werden. Und am besten nochmal ein guter Keeper, Donnarumma. Das würde laufen. Gianluigi Donnarumma. Fangen wir mal hier bei 5 Millionen an. So. Also, ja. Will ich dann sogar als Stammkeeper vielleicht lassen, Donnarumma, weil. Fällt mir halt, wie ihr wisst. Umstellung treffen, weil die nicht alle ganz so groß raus. In Modric rein, in Morata rein, mal. Vasquez. Das ist ja so eine Testdings, da kann man auch gegen Arsenal. Wird schwer, aber wir gewinnen trotzdem 2-0. Nice. Okay, Chelsea. Erster Spieler verliehen. Die 100 Millionen. Fabio Contrao, 15 Millionen für Contrao, dann ist er weg. Der unten, nö. Carvajal Aurier, könnte man sich wohl nicht mehr gerade eingefallen. Mail, okay, sonst irgendwo. Okay. Mailand lehnt ab. Dann gehen wir einfach mal auf 10. Wir könnten immer kurz auf. Ja, der ist eigentlich, der ist viel wert eigentlich, der Mann. Deswegen. Mal versuchen. Aurier oder so. Ach, hier unten nochmal Preisgeld. Danke dafür. Asensio aus Casemiro. Bale, Lacazette, Pepe, Navas. Letztes Spiel Chelsea und dann stehen wir hier auswärts und die Auswärtsspiele verliert man so oft. Ich sag's doch, die verliert man so oft, diese Spiele. Habe ich schon nie Erwartungen dran an so Spiele, weil das wird dann meistens sowieso nichts. Hakimi 65, obwohl er mit einer 5 bewertet wurde. Geil, Hauptsache Bewertung hoch. Zwergenquote für Varane. Kommen 100 Millionen. Werden die nie im Leben annehmen, deswegen mache ich es. Dann akzeptiert. Okay, 25 ist nix. Sporadischer Stammspieler wird auf jeden Fall der zweite Keeper. Und da brauche ich nicht. Okay, machen wir erstmal hier 20 Millionen. Und simulieren. Ich komme echt. Lass mal gucken auf die Bayern mit 120. 110 Millionen, Alter, für James Rodriguez. Ja, das würde ich sogar machen. 19 Millionen, weil wenn wir Donnarumma kriegen, wenn wir Donnarumma kriegen, brauche ich Kiko Casillas nicht mehr. Ne? Und wir kriegen Donnarumma, er akzeptiert. Neuzugang Nummer 1 und. Arsenal, also er akzeptiert, okay, der will 120 verdienen, kriegst du. Ah. Für mich ist der sogar da noch ein bisschen besser als ein
Kavachal eigentlich, meiner Sicht aus. Ja, den nimmt ruhig, den brauche ich sowieso nicht. Ist auch ein Keeper. Wir werfen ihn mit Keeper um uns. Für E-Score, den will ich eigentlich sogar halten, auch wenn er nicht so oft spielen wird, aber den will ich halten. Und nochmal trainieren. Ach, wir haben Donnarumma, ja, dann kann ich den jetzt auch trainieren. Fällt mir auf jeden Fall. Ich war Varane rausnehmen. Okay. Garcia, Gazila oder so wechselt. Bellerin. Tschö. Okay, wir kriegen Bellerin. Nochmal schön, nächster Neuzugang. Wir können damit mal mit einem anderen Keeper planen, nämlich mit Donnarumma und hinten rechts dann mit Bellerin, weil der mir besser gefällt als Carvajal. Der darf dann aber mit, kommen wir auf die Bank. Ja, warte mal. Den Pogba. Pogba kriegen nicht aus dem Haus. Wir haben so wenig Money schon, das können wir da packen. Und wen könnte das holen? Halilovic. Halilovic. Allen Halilovic. Okay, wir bieten mal 30. Ich habe viel zu viel Geld für so Leute rausgeschmissen. Am Ende werden sowieso wieder verkacken. Ist immer so beim HSV. Wie anders. Jupp, und unser Keeper verwechselt. Na was? Nö, also den brauche ich dann halt doch noch. So weit sind wir dann. Doch noch nicht, dass wir den loswerden. Zwei Keeper, das sollte eigentlich reichen, immer zwei. Donnarumma, Ersatzmann. Bellerin könnten wir ins Training einbauen, aber. Fosensio vielleicht. Da kann ich mir überlegen. Ach, oder komm. Ich lasse Asensio. Donnarumma hat eine Mega-Entwicklung. Ich habe den in der Karriere. Ist jetzt schon auf einer 87, nice. Und Diaz ist auf einer 68. Freut mich auf jeden Fall. Da steht doch schon das erste Spiel an. Das wird dann im nächsten Pa mal gucken. Wenn das das Pokalspiel da ist, dann wird das im nächsten Video kommen, weil das dann ja gegen wahrscheinlich, oder? Ah, ne, erst Ligaspiel. Okay, Pressekonferenz, ich motiviere mal. Um die Partien geht. Okay, er will. Ich will jetzt auch nicht die Leute direkt unglücklich machen. Das heißt, Gavaral darf rein. So. Darf sich gönnen. Eigentlich eine easy Sache gegen Real. Weiß ich nicht. So. Wir holen den. Manchmal frage ich mich bei Simulation, was soll das? Wie kann man denn dann unentschieden simulieren? Hi, Hakimi 66. Dann simuliere ich da und kriege einen Unentschieden. Immer wenn du auswärts simulierst. Wenn man auswärts simuliert, verkackt man immer. Also es ist noch nie anders in FIFA. Nie anders. Soll es auch anders gemacht. Ja, dass wir das letzte Spiel verkackt haben. Kommen jetzt hier ein paar Umstellungen. Modric. Roma darf. Und jetzt spielen wir zu Hause gegen Celta Vigo. Also bitte, das muss ja wohl die richtige Klatsche für die geben. Ja, eins, jawohl. Schnitzer vom letzten Spieltag wieder gut gemacht. Nicht ganz, aber schon mal mit diesen 4-1 ein bisschen ausgeglichen. Schön. Gerne öfter so Spiele. Und mal gucken, ob nochmal ein Angebot bei uns reinkommt für einen Spieler. Nicht. Daneben nicht. Hätte ich auch nichts dagegen.
Okay. Manchester City verhandelt mit Tottenham über Eriksen-Wechsel. Manchester City gewinnt Rennen um Eriksen. Manchester City holt Eriksen. Bayern holt sich Philipp Coutinho. Laporte wechselt zu Chelsea. Alter, hier kommen die 400 Millionen. Oder so. Och, wir schaffen es nicht. Schade. Schauen wir mal bei jüngsten Transfers. Okay. Schwegler zählt. Donnarumma. Schon zwei Wertungen hoch. Erst auf eine 77, jetzt auf eine 78. Also der ist krass. Donnarumma, absolute Maschine. Okay. Trainingsverletzung für Pepe. Da stand gerade Pepe, oh mein Gott. Pepe fällt halt wirklich aus. Verraten darf. Da darf ein Isco ran. Danilo darf mal vorne magischen drei werden da nicht vertauscht. 2-1 gewonnen, Doppelpack Lacazette. Ah, die haben daraus gelernt aus den Punkten am ersten Spieltag. Seitdem funktioniert das doch einigermaßen mit den Siegen. Im nächsten Spiel darf Navas wieder mal zwischen die Pfosten. So, wieder mal umstellen auf Marcelo. Navas, wir können mal bringen. Da darf. Oh ja, gut. Dann darf Asensio. Spiel darf jetzt zu Gast in Espanyol. Jungs, bitte. Auswärts liegt uns nicht, aber ich spiele. Ist FIFA. Auswärtssimulationen in FIFA 1A. Zweite Auswärtssimulation, zweites Unentschieden. Das hat FIFA so toll gemacht, die Auswärtssimulation, ey. Okay, und das wird's erste härtere Spiel gegen die. Hoffen wir mal, dass das was wird. Nee, spielen will ich das nicht. Hier Simulationskarriere wird simuliert. Gibt's nicht. Stehst du da als Tabellenachter einfach mal da. Dann stehst du als Tabellenachter da. Und Spaß. Macht FIFA das hier absichtlich? Macht FIFA das absichtlich? Die Simulationskarriere, die total in die Hose geht, wahrscheinlich. Mein Team jetzt auch gerade gar nicht mehr. Ich da einfach keinen Bock drauf habe. Ich will einfach jetzt nur so viele Spiele gewinnen. 3-0. Glaube, Jungs, ihr könnt doch endlich mal hier. Danke, dass ihr es mal bewiesen habt. Also, Meisterschaft wird jetzt schon ganz schwerer Brocken, wie man merkt. Ganz schwerer Brocken hier, die Meisterschaft. Österreich. Sagen, ich simuliere jetzt noch ein Spiel und dann beende ich die Folge. Und ja, ich hoffe dann, dass es in der nächsten Simulationsfolge einfach nur besser wird, weil was das hier war, einfach nicht gut. Varan rot gesperrt. Donnarumma darf ins Tor. Oh, Ronaldo, Bella, Lacazette, bitte. Wir haben auswärts nur immer nur unentschieden oder verloren und wir verlieren. Ich kann kotzen. War ganz so ein Spaß. Dann schießt du als Tabellenachter. Erster ist also ein Team mit 19. Wir haben wie viele Punkte? Wir haben 12. Wir haben 12 Punkte.
Ey, da könnte ich ausrasten. Aber egal, ich würde sagen, wenn euch diese erste Folge der Simulationskarriere gefallen hat, lasst wohl ein Abo, würde mich auf jeden Fall freuen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.